Hallo zu einer kleinen Runde Let's Talk. Eigentlich ein bisschen spontan gedacht ist dieses Thema, denn wie ergab sich das? Ich bin ein großer Filmfan, wie ihr wisst, oder ich und mein Bruder. Und wenn ihr meine Pickups seht, da seht ihr auch immer wieder, dass ich schöne Blu-rays kaufe auf Flohmärkten oder sonst wie. Naja, und in dem Sinne war es jetzt diesmal auch so. Wie gesagt, ich bin großer Filmfan. Ich habe eine große Filmsammlung und meistens ist es so, dass ich mir meine, wie hier vom Weißen Hai, das ist meine DVD, schön in der Auflage mit der Original-Tonspur, also richtig was Besonderes, in der Sammlung habe und dann eben halt entsprechend upgrade. So, hier habe ich hier Upgrade von dem Film und man schaut natürlich auch so weiter an Filmen, die man in der Kindheit hatte, mit denen man in der Jugend sozusagen konfrontiert wurde. Oder eben halt, die einen interessiert haben. Dann kommen natürlich auch Filme hinzu, wie zum Beispiel jetzt hier Rookie. Na, könnt ihr sehen, Rookie, der Anfänger, mit Charlie Sheen und Clint Eastwood. Der Film war früher mal initiiert, ist ab 18 gewesen, inzwischen komplett uncut ab 16. Das heißt natürlich, so wird er schön aufgenommen dann in die Sammlung. Im Endeffekt wäre es jetzt Videokassetten-Upgrade sogar. So, aber der eigentliche Punkt des Ganzen ist, ich gucke ja auch weiter. Was gibt es noch auf Blu-ray und DVD von Filmen, die ich gerne gucke, die es nicht in Streaming-Diensten geht und beziehungsweise oder nicht auf Streaming-Diensten irgendwie vertreten sind und die ja recht selten sind. Also im Endeffekt auch Kindheitsfilme. Und das gibt es so ein paar Klassiker, auch gerade aus den 80ern, die sind überhaupt nicht auf dem Markt. Oder wenn nur bei ganz kleinen Labels. Darunter zählt jetzt der Film, den ich euch zeigen möchte. Und zwar The Last Starfighter. Hier habe ich eine DVD, die ist gerade frisch eingetroffen. Und ich erkläre gleich mein Problem damit. Also wie gesagt, der ist bisher nicht auf Blu-ray erschienen. Er ist in Deutschland, mit deutscher Spur. Und es ist, ja, wie soll ich sagen, ein Klassiker, ein Science-Fiction-Klassiker, den ja, ich in der Jugend geguckt habe, damals aus der Videothek ausgeliehen habe, über meine Eltern. Dann habe ich mit meinem Bruder hingeguckt und wir waren fasziniert. Na, der Film ist von 1984. Ist ein sehr schöner Film. Jetzt spielen jetzt wenig aus heutiger Sicht bekannte Schauspieler mit, ist aber ein echter Science-Fiction-Klassiker. Geht auch ein bisschen um Videospielgeschichte. Also als Videospieler kennt man den Film leicht auch. Ne? Der Hauptdarsteller ist in einem Videospiel so erfolgreich, einem Shooter, dass er in einem Weltraumkrieg kämpfen soll als ja, Shooter. Kann ich auch nicht anders sagen. Aber egal. Den Film, wie gesagt, wollen mein Bruder und ich schon immer in der Sammlung haben. Wir haben immer viel geguckt und er ist auf DVD erschienen. Ja, dann haben wir ihn bestellt und er ist, glaube ich, bei Starlight Video erschienen. Und ich bekomme diese DVD. So, und darum geht es jetzt eigentlich. Das, was eigentlich das Verrückte ist, plötzlich, ja, gucken wir uns das Cover an, mein Bruder. Ich sag mal, mein Bruder kommt zu mir und sagt, guck mal, da stimmt doch was nicht. Die CD, die DVD ist komplett eingeschweißt. Und ihr werdet es wahrscheinlich so jetzt im Video nicht komplett sehen können. Also abgesehen, dass es eingeschweißt ist. Also die ist noch komplett UVP, jetzt habe ich nicht geöffnet. Ist, dass das Cover wie eine Fotokopie aussieht. Also hier ist auch ein USK-Logo unten. Und ich zeige euch das auch auf Fotos. Da kann man auch sehen, das ist wirklich, es wirkt wie ein Druck. Auch die Schrift hinten ist unscharf. Und ja, es ist, wirkt wie ein Ausdruck. Als ob ich das jetzt mit meinem Drucker gemacht habe, das Cover ausgedruckt. Ich meine, mehr kann ich dazu nicht sagen. Auch seltsam hervorgehoben ist der Strichcode. Der ist weiß, aber so vor so einem grauen Hintergrund. Hier fehlt das Logo von der Produktionsfirma also, oder von dem Vertrieb. Es gibt das Cover eben halt im Netz, auch wenn man es bestellen muss, eben halt hier mit Starlight Pictures. Also hier fehlt überhaupt die Firma, die das rausbringt. Ich meine, welche Firma sagt nicht, wo oder dass sie es rausgebracht hat. Also ich meine, hallo, jeder hat doch bestimmt ihr Label draufstehen. Sony, Co., ihr seht das ja hier. Auch, also hier seht ihr, hat Warner sein Logo drauf, vorne vielleicht nicht unbedingt, aber hier hinten steht Warner und Copyright bei Warner. Und hier beim Weißen Hai habt ihr Universal Pictures und hier sind auch eine ganze Menge Anzeigen und selbst die bei den DVDs, ne, guckt bei der DVD hier unten, sind alle Anzeichen, welcher Firma es gehört, hier ist ein Universal Logo und alles drauf, hier gar nicht. So, und das macht einem stutzig. Und es gibt dann im Netz ein Cover, da ist das drauf, dieses Logo. Und gleichzeitig
auch, gibt es hier eins, wo da steht Wendelcover. Es fehlt hier auch. Also, ich, kurze Rede, kurzer Sinn, also ich habe schon viel gelabert schon. Ich vermute mal, als Original wurde mir hier ein Bootleg angedreht, kann man ganz ehrlich sagen. Und das ist doch hinterhältig, Leute. Ne? Also kann man doch ehrlich sagen, wie schnell man betrogen wird, auch im Internet, ohne dass man darauf achtet. Man guckt nur nach einem Film, der ist über Amazon gekauft. Also Amazon trifft dort aber keine Schuld, weil es ist über einen Händler bei Amazon. In dem Sinne, die sehen das auch als Original wahrscheinlich an, so wie es verpackt ist. Es ist ein Bootleg, garantiert. Es wurde gepresst irgendwie, gescannten Cover sozusagen, schlecht bearbeiteten Cover, und dann wurde es so nochmal rausgebracht. So, kleine Produktion, wird verteilt, der Händler hat es dann sozusagen als Vertrieb, und das beschwert sich ja keiner, weil die wenigsten achten drauf. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, ich weiß, dass zum Beispiel auch es einige Händler gab, mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber es gab welche auch bei Amazon, die, also Marketplace sozusagen, die ihre Sachen verkauft haben, die zum Beispiel Soundtrack-Bootlegs verkauft haben oder Promos, aber keine Originale, sondern selbst in Produktion gegangene Pressung. So, original, super Cover gemacht, schöne CD gepresst. Sieht aus wie original. Es ist ein eigenes Firmenlogo, ein Fake-Firmennamen, wie jetzt hier, Film Music Records nach dem Motto. Ja, und die Leute denken, das ist ein Original. Nein, ist es nicht. Es ist ein Bootleg. Denn heutzutage, ich meine, ich habe auch aus China Kopien bekommen, die sehen auch aus wie, ja, manchmal wie gedruckt. Eben halt, sind aber auch gepresst. Das ist nicht, dass da jemand im CDR gemacht hat. Also einfach was gebrannt hat. Naja, kurzer Rede, kurzer Sinn. Das Ding wird jetzt zurückgeschickt. Wir haben den auch angeschrieben, den Händler. Dass echt das ja eine Schweinerei ist, dass man uns ein Bootleg verkaufen will. Deswegen ist das jetzt hier, das ihr jetzt seht, wo ich jetzt euch erstmal ein bisschen den Frust, sage ich mal, vom Kauf, weil man sich auch ärgert darüber, sage, ist der Teil 1 des Videos. Mein Bruder hat noch einen anderen Händler gefunden, wo der Film auch angeboten wird, der angeblich das Original ist. Und das wird gleich im zweiten Teil, drehe ich dann, wenn diese DVD ankommt. Und gucken wir mal, ob das ein echter ist als dieses Bootleg. Ansonsten, wie gesagt, aufgepasst beim Kauf, auch immer genau hinschauen, obwohl ihr sie bekommt. Selbst eine original verschweißte mit Cover und wahrscheinlich auch original gepresster CD da drin, muss nicht echt sein. Kann ein Bootleg sein. So, und jetzt switchen wir zum zweiten Teil. Wer weiß, was ich da bekommen habe. Ein paar Tage sind vergangen. Starfighter zum zweiten ist eingetroffen. Ja, was kann ich jetzt zu dieser Edition sagen? Visuell sieht sie wieder komplett identisch aus. Naja, fast, denn diesmal ist das Cover komplett sehr, sehr klar, sehr, sehr deutlich gedruckt. Also kein Vergleich mit dem, was wir vorher hatten. Ähnlich jetzt auch mit der Rückseite. Man kann die Bilder wirklich sehr gut erkennen. Da ist keine Grisseligkeit. Es sieht nicht aus wie eine Fotokopie. Was kann ich denn sonst noch sagen? Ob es echt ist, sei, sagen wir mal, so dahingestellt. Ich bewege mich jetzt ein bisschen, weil ich nehme jetzt die Sache am Tage auf, das andere war am Abend. So habe ich immer so ein bisschen Sonne von meinem Fenster aus, hier, was in meinen Arbeitsraum strahlt, drauf. Na, mal sehen, ich bin auch am Experimentieren, aber das soll ja auch noch nicht der Problem sein bei so einem Let's Talk. Auf jeden Fall, zurück zum Punkt. Diese DVD sieht wesentlich originaler aus, aber hat auch immer noch hier hinten kein Firmenlogo. Also, ehrlich gesagt bezweifle ich, dass sie echt ist. Der Film ist in einer sehr guten Qualität da drauf. Also es ist auch eine sehr gute DVD-Qualität. Er ist in deutscher Sprache, klarer Ton, auch wenn er nur bei 5.1 ist, glaube ich, so sehr. Ja, fühlt er sich nicht an. Es ist halt 80er Jahre, da gab es noch keinen 5.1-Ton. Da war das ein 2.0, also Stereo, und das ist ein bisschen abgemischt. Also ich vermute mal, dass es wirklich ein Bootleg ist. Vielleicht gab es mal eine Firma, vielleicht auch nicht. Mich würde es wundern. Ich glaube, Universal hält die Rechte daran. Das Logo, glaube ich, habe ich auch vorher gesehen, als ich den Film habe. Die wären hundertprozentig da drauf, denn die halten die Rechte. Also im Endeffekt wird dieser Film, obwohl er gut ist und obwohl er aussieht wie ein Original, besser als das andere. Das war wirklich
das war wirklich wie eine Fälschung aussehen, denn das war grisselig. Das war wirklich so, als ob ich von dem Cover die 80. Fotokopie gezogen habe oder einen sehr schlechten Scan. Ja, also im Endeffekt glaube ich, dass es auch ein Bootleg ist, ein sehr gut gemachtes Bootleg. Also ich habe es jetzt auch auf, ne, kann man hier sehen. Also es gibt ein Wendecover, das ist auch schon außergewöhnlich. Und auch die Disc ist also wirklich gepresst. Oh, das ist staubig geworden. Ja, was schon ungewöhnlich ist, wie gesagt, ne, beides, aber kein Firmenlogo. Gut, mag es sein, dass es ja so ein bisschen außer der Reihe Rechte gab, dass vielleicht der rechtslos ist, dass das so veröffentlicht werden muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hat mich zum Glück kein Vermögen gekostet. Also auch dieser Film hat jetzt um die 10 Euro gekostet und den anderen Film konnte ich ohne Probleme zurückschicken und ich habe auch das Geld wiederbekommen. Also in dem Sinne, ja, echt oder nicht, ich glaube nicht. Es ist auch ein Bootleg, was wahrscheinlich auf einem Blu-ray-Rip und einer Tonspur-Rip basiert, aber gut gemacht ist. Ja, das soll dieser Let's Talk gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem kleinen Talk. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Was teilt ihr meine Meinung? Also im Endeffekt, ob ja, also in dem Sinne, ob ihr auch schon mal reingefallen seid, ne, mit den ganzen Sachen. Wie seht ihr das? Also wie gesagt, ich habe immer noch ein weinendes und lachendes Auge sozusagen, den Film in meiner Sammlung. Sprecht mit mir in den Kommentaren da unten. Ansonsten liken, teilen, abonnieren. Das ist auch ein schönes Wort. Ne? Irgendwie habe ich mir gerade kopiert von irgendeinem anderen YouTuber, wie dem auch sei. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir talken beim nächsten Mal weiter.